Was geht ab, meine Z-Fighter Hoseri? Und heute haben wir neue Leaks zum Saiyan Day bekommen. In den letzten Tagen habe ich ja euch von dem Saiyan Day erzählt. Ich habe euch gesagt, Saiyan Day wird in Japan gefeiert am 18.03., weil sich der 18.03. japanisch ausgesprochen wie Saiyan anhört. Und eigentlich, also von euch kam die berechtigte Frage, gibt es das auch für Global oder ist das nur für JP? Und ich habe euch gesagt, eigentlich nur für JP, weil letztes Jahr zum Saiyan Day gab es nur auf JP, wurde das nur auf JP gefeiert, weil es ein japanischer Feiertag, sage ich mal in Anführungsstrichen, ist. Und letztes Jahr kam mein Uigoku und Jiren und ein Jahr zuvor Super Saiyan 3 Angel Goku Mai Saiyan am 18.03. raus. Aber laut den aktuellen Leaks von Team Dokkaner, Shoutout an Team Dokkaner, er macht seine Sache wirklich sehr, sehr gut und ist eine sehr vertrauenswürdige Quelle. Laut ihm erscheint dieses Jahr am 18.03. zum Saiyan Day ein Transforming Vegeta für Global und JP. Heißt, Freunde, man erwartet einen Dokkan-Fessel-Charakter, einen Dokkan-Fessel am 18.03. für Global und JP mit einem Transforming Vegeta. Ratschlag von mir dann an der Stelle, spart jeden Stone, Freunde, seid da noch ein bisschen stark bis zum 18.03., damit ihr genau wisst, okay, was hat dieser Charakter dann im Endeffekt drauf, denn wir wissen nicht, was er drauf hat, wir wissen nur, dass natürlich, es sind Leaks, ja, Änderungen vorbehalten, aber es ist wirklich eine vertrauenswürdige Quelle, dass zum Saiyan Day für Global und JP ein Transforming Vegeta kommt. Was heißt Transforming Vegeta? Transforming Vegeta heißt, er wird wieder AGL, Super Saiyan Goku und Tech Freezer. Jede Runde, in der er reinkommt, transformiert er sich. Bei Goku ist er zum Beispiel so, er fängt mit Super Saiyan an, dann wenn er in eine Runde reinkommt, würde er zu Super Saiyan 2, Super Saiyan 3, zu God und zu Blue. Im Endeffekt sind es dann 9 Runden, die vergehen müssen. Ist etwas, was man nicht häufig sieht, leider die letzten Transformationen, die Charaktere selbst sind trotzdem nicht schlecht, Freunde. Sowohl Goku als auch Freezer sind wirklich sehr gute Charaktere, sie haben hohe Stats, sie machen ihren Job wirklich gut, aber man merkt halt, dass sie ein wenig langatmig sind. Ich hätte mir für einen weiteren Transforming-Charakter nach ihnen vielleicht eine Verbesserung gewünscht, aber ich denke, dem wollte man, also man wollte Goku und Freezer einfach gerecht bleiben. Deswegen hat man bei Vegeta im Endeffekt auch eben 5 Transformationen gegeben, beziehungsweise auch 9 Runden, in denen er reinkommen muss. Was meine ich damit? Vegetas Transformationen sehen folgendermaßen aus, Freunde. In Super Saiyan fängt er an, wenn er reinkommt, würde es zu Super Vegeta, zu Super Saiyan 2, zu God und dann zu Blue. Ob ich das schade finde? Eigentlich schon, ich hätte mir gewünscht, dass man so Transformationscharaktere in Zukunft ein wenig verbessert, weil meiner Meinung nach könnte man diese Super Vegeta Transformation auch raushauen. Auch wenn es eine ikonische Transformation von Vegeta war, könnte man sie meiner Meinung nach trotzdem raushauen. Dann hätte man 4 Runden und das wäre viel angenehmer. Dann würde man das wahrscheinlich viel mehr sehen, dass er seine letzte Stufe erreicht, statt wie es bei Goku und Freezer ist. Aber wie eben gesagt, weil man Goku und Freezer, denke ich, gerecht bleiben wollte, hat man Vegeta auch 5 Transformationen gegeben. Also hat man da Super Vegeta reingeklatscht. Ich meine, man hätte auch Majin Vegeta reinhauen können. Obwohl Majin Vegeta dann eine Kontrolle war, statt eine Transformation. Aber es war auch eine ikonische Transformation, sage ich mal. Aber man hat das dann nicht zusätzlich reingetan, weil es dann ungerecht für Vegeta wäre. Das sind meine Gedanken dazu. Das ist meiner Meinung nach. Heißt, von der Transformation her, denke ich, man wollte eben Goku und Freezer gerecht bleiben. Also hat Vegeta jetzt auch diese Transformation, Freunde. Super Saiyan, Super Vegeta, Super Saiyan 2, God und Blue. Von der Karte her wisst ihr nicht, was sie drauf hat. Wenn ihr die Tage mehr wissen, Freunde, wenn ihr die Details haben, lasse ich es euch auf jeden Fall wissen. Ich denke dennoch, dass er gut wird. Er wird sicherlich gut, weil Goku und Freezer sind auch nicht schlecht. Also wirklich, man sollte nicht unterschätzen. Aber ja, man merkt halt, man will halt mit der Karte nicht die letzte Transformation erreichen. Deswegen bin ich da noch irgendwie, will da nicht zu voreilig sein und den zu Tode hypen. Was ich aber sagen kann ist, ich denke zu 99% ist sicher, dass dieser Vegeta in Movie Heroes sein wird. Warum? Es sollte eigentlich der Vegeta aus dem Film sein, dann dort hat er die Gottform erreicht. In der Leinwand, sage ich mal. Eigentlich hat er auch schon im Manga gegen Goku Black die Gottform angewandt, aber zu einer Manga-Version davon gab es in Dokkan bis jetzt keine Karte. Gott Vegeta, die reinkam, war von dem Dragon Ball Super Film. Deswegen gehe ich stark davon aus, dass dieser Vegeta auch in den Dragon Ball Super Film Vegeta sein wird und dementsprechend auch in Movie Heroes Kategorie wegen der Gottform einfach. Und andere Sache ist, Goku und Freezy sind Heroes und Villains wieder gewesen. Was wird Vegeta? Das ist das, was mich prickelnd interessiert. Wird Vegeta auch ein Heroes Leader? Entweder einfach gleich wie Goku, was er nicht denke. Wird er ein Heroes Leader mit einem besseren Boost? Denke ich eigentlich auch nicht. Oder wird er ein Kategorie Leader? Oder sogar ein Dual Kategorie Leader? Das, also ein Kategorie Leader denke ich eher. Und wenn er eine Kategorie bekommt, dann macht es ihn halt in dem Sinne schon wirklich vom Wert her nützlicher, weil er ist ein Kategorie-Leader. Aber welche Kategorie? Darauf, das kann ich auch nicht sagen, ich kann da nur spekulieren und hoffen. Ich würde mir einen neuen Pure Saiyan-Leader wünschen, der einen besseren Boost für die Pure Saiyans gibt. 150% zum Beispiel.
Ihr könnt mich gerne wissen lassen, Freunde, was ihr denkt, was für ein Leader Vegeta sein wird. Ihr könnt mich gerne wissen lassen, was ihr von dem Vegeta haltet. Wir haben, glaube ich, gestern oder vor ein paar Tagen im Stream habt ihr mich gefragt, Ozuru, was denkst du, was kommt zum Saiyan? Und ich habe gesagt, ey, ich denke, es wird eigentlich ein Goku, weil in den letzten Jahren ein Goku rauskam. Aber wisst ihr, was geil wäre? Was, wenn die einen Vegeta raushauen? Und habe ich auch gesagt, und der hat den geil besseren Pure Saiyans Leader. Deswegen habe ich so quasi Hoffnung im Leader Skill, aber overall an sich, Freunde, wisst ihr eigentlich noch nicht so viel dazu. Der Charakter, denke ich, wird trotzdem auf jeden Fall gut sein. Wenn wir die Tage noch Informationen zum Charakter bekommen, werde ich es euch auf jeden Fall wissen lassen, Freunde. Gerade kam eine neue News rein und hat jemand Team Dokkan gefragt, ob er quasi eine Stimme haben wird, also ein Active Skill, und er hat gesagt, keine Chance. Deswegen glaube ich halt echt, die werden auf jeden Fall gerecht zu dem AGL Transforming Goku und zum Tag Transforming Freezer sein, wegen der Transformationsbildung. Er wird einfach nur diese Transformation haben, wie von Goku und Freezer, aber ich bin halt wirklich drauf gespannt, was die Karte drauf haben wird und was sein Leader Skill eben sein wird, Freunde. Oder ob er überhaupt ein Katrui-Leader sein wird. Deswegen wünsche ich auf jeden Fall eine schöne Zeit, Freunde. Ihr könnt mich gerne wissen, was ihr von dem Charakter haltet. Und wir sehen uns das nächste Mal. Macht's gut, Freunde. Peace. When I pull up at your girl, mommy wanna be my world. You a man, bro, don't you cry. I'ma get her back after I'm done, I'm done. Next time you ain't won't be around.